Was geht YouTube? Ich bin Killamanero Man und bringe euch heute zwei VGC Wi-Fi Battles mit einem neuen Team, das ja schon fast eher dazu zusammengestellt ist. Ich habe einfach mal die Top-Liste der Doppelkampf-Pokémon durchgeguckt und dachte mir, ich meine, ist ja nicht ohne Grund, dass diese Pokémon am beliebtesten sind. Und da dachte ich mir, die so zusammenzustellen. Ich wollte ursprünglich eigentlich auch Voltolos mitnehmen. Hab aber gesehen, mein Voltolos war noch nicht trainiert. Und ich wollte ursprünglich Kangama Risikotackle beibringen, aber ich war irgendwie der Meinung, Risikotackle wäre ein Tutor-Move. Ist aber ein Egg-Move. Das heißt, ich muss mir noch ein neues Kangama züchten. Hatte keine Zeit mehr zu. Starten wir aber mal. Ich habe jetzt Rückkehr auf dem Kangama. Es hat mich auch total lieb. Also das sollte schon irgendwie reichen. Ich meine, ich krieg dann keinen Rückschlussschaden. Was schon mal ganz schön ist. Ich meine, ich krieg ja schon bei Fiaro Rückschlussschaden. Also, ich hoffe auch gerade irgendwie, es nimmt auf. Ich habe an sich nur die System-Audio ausgeschaltet, weil irgendwie gerade jedes Mal, wenn ich angefangen habe aufzunehmen, da war irgendein Setup, das gefehlt hat. Wir kämpfen gegen Atskan aus Japan, Aichi, und es wäre verdammt blöd, wenn ich jetzt 15 Minuten lang rede und am Ende der Part nicht fertig ist. Und Atskan bringt ein Gewaldro, Pantimos, Resladero, Stalobor, Garados und Lanturn. Ein sehr interessantes Team. Sagen wir es mal so. Okay, ich hatte Live Orb auf meinem Demeteros. Genau, na genau. Okay, er hat einen Bedroher. Wenn ich mir das gesamte Team so ansehe. Cesurio, Demeteros. Na, oder? Ja, doch. Nee. Cesurio, Hutsasa, klingt gut. Felinara. Ah, oh, Felinara wäre irgendwo ganz gut. Auf jeden Fall Kangama in der Hinterhand. Und Fiaro oder Felinara? Ich habe irgendwie eher das Gefühl Felinara, weil Fiaro, wenn er dann irgendwie mit dem Garados noch Schaden raushaut und dann hat er natürlich noch den Drachen, aka Gewaldro, der wird jetzt mit dem Drachen. Mal schauen, ich habe wirklich keine Ahnung genau, womit er leaden wird. Vielleicht, was ich denke mit Stalobor, okay, Garados und Luchabudu. Okay. Okay, nicht optimal für mich. Eigentlich relativ blöd für mich. Ich schütze. Ich überlege gerade, soll ich schützen und... Ja, doch. Soll ich mein Cesurio schützen und dann in. Und mit Hutsasa versuchen, das Resladero schlafen zu legen? Ich hab den Fokusgurt. Na komm, machen wir. Abschlag auf das Cesurio und Wutpulver mit Hutsasa. Wenn ich Abschlag auf das Cesurio, Abschlag auf das Resladero. Er setzt freier Fall ein. Was jetzt für mich relativ blöd ist. Relativ sehr blöd, vor allem weil ich ja gerade eher Resladero angegriffen habe. Okay, Tiefschlag auf Garados und... Pilzspore auf Resladero. Ganz ehrlich, ich sehe auch nicht gerade irgendwie noch den Vorteil, irgendwie Cesurio auszuwechseln. Aber Sporenwirt wird bedienen. Oh, warum wird... Hätte das Garados noch irgendwie schlafen legen können, aber nein! Sporenwirt aktiviert sich natürlich dann, wenn man es nicht
benötigt. Ah. Dann noch nebenbei, ich habe auf dem Hut Sasser aus einem ganz lustigen Grund Überreste. Wirklich aus einem sehr, sehr lustigen Grund. Giftschleim findet man nämlich bloß von Unratytox und, von Unratytox und Dingens. Okay, ich glaube, ich lasse meinen Hut Sasser down gehen. Hutpulver. Er benutzt ja sowieso Erdbeben. Wie hat mein Hut Sasser jetzt schützen können? Nein, ich bin zurück. Ich habe gar ganz vergessen, dass es gerade das Erdbeben benutzt. Nein! Hätte ich mich jetzt meinen Hut Sasser schützen können, Felinara sollte eigentlich ein Erdbeben überleben können. Ressadero wird diese Runde nichts machen können, weil es auf jeden Fall schläft. Und dann wären Garados und Ressadero weg. Ich hätte meinen Hut Sasser noch und stünden wir gleich auch viel schöner da. Aber nein! Ich vergesse, dass er Erdbeben benutzt. Ressadero schläft. Und Garados setzt Erdbeben ein. So, weil wenigstens noch mein Hut Sasser am Leben. Oh nein, na gut, ich muss mit Kangama reinkommen und Felinara und Kangama müssen das hier jetzt alles raushauen. Choice Backs, Schallwelle. Okay, wir sehen auf Ressadero den Fokusgurt. Wir sehen auf Ressadero den Fokusgurt. Ich habe jetzt natürlich nur noch Kangama. Und er hat noch sein Dodi. Was ist ein Dodi? Ah, er hat noch sein Dingens. Das ist nicht sehr schnell. Das ist nicht sehr schnell. Mogelhieb aber erstmal auf das Stahlobor, während ich noch eine Hyper Voice loslasse. Weil ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, es war nicht sehr schnell. Es wird ja erst durch Sand Rush sehr schnell. Deswegen möchte ich auf jeden, aber ich mir nicht sicher bin, ob es nicht auch so in Richtung 90 kommt und ich ja nicht mag und ich hier ein hartes Kangama und kein frohes Kangama spiele. Möchte ich hier natürlich nicht irgendwie erstmal noch zusätzlich Schaden reinkriegen. Das mache ich ja danach dann in aller Ruhe. Müsste ich schneller sein, kann... Oh, und der wacht direkt auf und kriegt den Turmkick los. Ganz ehrlich, mein Pokémon hätte noch eine Runde geschlafen. Das pisst mich ein bisschen an. Ich habe zwar auch einen schönen Missplay gemacht, aber ganz ehrlich, mein Pokémon hätte noch eine Runde geschlafen. Wir wissen, Stahlobor ist schneller als Felinara. Kriegt einen Eisenschädel ab, Felinara ist tot und das war's. Mein Ressadero hätte noch eine ganze Runde geschlafen. Aber nein! Seins wacht direkt auf. Ja, direkt, wo es aufwachen kann, wacht es auf. Und vor allem hat ja auch schon wieder hier die, der Pilz, der Sporenwirt, mir nicht gerade sehr gut geholfen. Ich muss mich jetzt an das Team gewöhnen. Ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. Also entweder ich nehme immer die falschen Pokémon mit oder, ich bin zu blöd zum Kämpfen geworden. Kann ja dahingehend irgendwas sein. Wobei ich echt sagen muss, das Team von ihm, das sah schon sehr seltsam aus. Jetzt mal ganz ehrlich. Das sah sehr seltsam aus, aber. Hätte ich es natürlich da getötet, dann hätte ich wahrscheinlich sowieso schon vorher, weil ich ja Choice Backs für Inara habe, hätte ich eher Dingens mir entgegengekriegt. Hätte ich nämlich den. Also ich hätte das Ressadero töten können durch Mogelhieb, aber dann hätte ich einen Eisenschädel entgegengekriegt. Wir kämpfen gegen Defender aus Italien, wenn ich richtig geguckt habe, mit einem Staraptor, einem Heatran, einem Cesurio, einem Elfun, einem Serpiroyal und einem, das umgehe ich jetzt gerade die ganze Zeit, weil mir der Name nicht einfällt. Gardevoir Weiterentwicklung. Galagladi. Oder? Doch, Galagladi war das doch. Ist das Galagladi? Ich weiß nicht, ich denke irgendwie immer Firnontor heißt Galagladi, weil das irgendwie so aussieht wie so ein Galagladi. Okay. Genug Galagladi.
Ich glaube wirklich gerade. Ich würde fast mit Kangama liegen, aber eher nicht. Demeteros sieht mir ganz gut aus. Ich frage mich nur die ganze Zeit, womit er liegen wird. Ich glaube, Brutwasser am Anfang ist ganz gut. Da kann ich irgendwas schlafen legen, Wutpulver. Ah, wobei eigentlich. Filinara Hutsasa. Ja, das gefällt mir gut. Dann habe ich nämlich noch Wutpulver. Brauche ich wirklich Demeteros? Nee. Fiaro und Kangama. Ich habe keinen, falls ihr fragt, ich habe keinen Fußkick oder Lowkick. Ja, Lowkick auf jeden Fall. Lowkick auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob Lowkick Fußkick war. Ich komme dann bei den Kicks immer durcheinander. Habe ich auf jeden Fall nicht auf Kangama, weil ich persönlich einfach ein bisschen sehr denke. Steigungshieb ist dann meistens gar nicht so praktisch, aber werde ich erstmal gucken, wie gut das funktioniert. Er startet mit Elfen und Galagladi. Was so ziemlich für mich jetzt gar nicht der schlechteste Lead ist. Auch wenn ich immer noch darüber überlege, die Überreste von Hutsasa wegzupacken. Ich weiß nicht, ob ich es komplett speziell hatte. Komplett physisch. Nee, ich hatte es sehr speziell. Das dann vielleicht auch physisch umzuskillen und, an sich kann er mir gerade echt wenig machen. Ich schütze meinen Hutsasa, weil ich irgendwie eine... Psychoklinge in Richtung meines Hutsassas sehe. Und Galagladi kriegt nicht irgendwie Eisenschädel oder so. Okay, Galagladi setzt Schutzschild ein. Er hat hier irgendwas vor. Hutsasa setzt Schutzschild ein. Er will den Rückenwind rausholen. Elfen kann ich natürlich nicht einschläfern. Schallwelle macht hier nichts. Aber Elfen so gut wie down und wir sehen die Überreste auf Elfen. Wir sehen die Überreste auf Elfen. Ich kann jetzt aber, glaube ich... Hutsasa ist so nutzlos gerade. Ich kann Hutsasa auch nicht auswechseln. Deswegen mache ich mal... Ich habe mir jetzt natürlich halt überlegt, ich kann ja Elfo nicht einschläfern. Ich könnte... Ich mache jetzt hier Wutpulver. Ich könnte losgehen. Okay, er wechselt das Galagladi aus. Ich hätte auch den Galagladi-Slot einschläfern können. Kommt er mit seinem Heatran rein. Wäre natürlich super, wenn ich das gemacht hätte. Aber irgendwie... Kam mir das gerade nicht in den Sinn. Zugabe auf Hutsasa. Hutsasa muss jetzt weiter Wutpulver benutzen, was für mich nicht ganz so schlimm wäre. Wir kriegen das Elfen down. Und ich meine, er kann mich dadurch dann nicht mit der Lichtkanone angreifen. Was Modus eigentlich gar nicht so schlecht ist. Vor allem, weil mein Hutsasa ja gerade auch spezialdefensiv ist, ist das gar nicht so schlecht. Er kommt mit Staraptor rein. Haut den Dodroa raus. An sich, wenn ich mir das angucke, er kann keinen weiteren Bedroher mehr raushauen. Da ist noch das Galagladi in der Hinterhand, aber ich habe noch... Habe ich mein Fiaro mitgenommen? Ich habe mein Fiaro mitgenommen. Fiaro wird mit Galagladi fertig. Mit Staraptor sowieso. Und Filinara ist doch sehr bulky. Genauso wie mein Hutsasa. Wäre natürlich jetzt gegen das Staraptor natürlich sehr schön. Da kommt nämlich der Sturzflug gegen das Hutsasa. Muss ja. Und jetzt kommt die Frage, kann Hutsasa das überleben? Nein, kann es nicht. Und jetzt kommt die Frage, kann mein Filinara ein... Okay, er nimmt auf jeden Fall schon mal sehr viel Schaden. Kann ein Filinara eine Licht... Nein, er setzt Hitzewelle an. Ich habe jetzt eher an Lichtkanone gedacht. Hitzewelle, denke ich, kann Filinara auch locker überleben. Und damit geht das Staraptor ebenfalls down. Und er muss mit dem Dingens reinkommen, aber... Muss mit dem Galagladi reinkommen. Deswegen ich jetzt an sich mit dem Kangama reinkomme. Wir alle wissen, dass er... Ich sehe gerade eher wirklich die Lichtkanone entgegen. Es ist aber auch weitaus sicherer, dass Heatran jetzt hier K.O. zu setzen. Aber wenn er angreift...
könnte ja auch sein Heatran angreifen. Ich meine, wenn er, also hier mit, durch Mogli auszuschalten, wenn er mich angreift mit seinem Dingens, dann tötet er zwar, dann könnte er zwar meinen Kangama töten, aber mein Filinara wenigstens nicht. Das haben wir getroffen, er macht ja keinen Schutzschild. Er setzt einen Ableithieb ein gegen Kangama. Das Kangama sogar noch überlebt. Heatran ist zurückgeschreckt, kommt die Schallwelle gegen sein Galagladi und jetzt erledigt sein Galagladi und damit steht mein Filinara noch. Und der Rückenwind lässt nach, das heißt, jetzt muss ich natürlich auch keine Sorge mehr haben, irgendwie langsamer zu sein. Steigerungshieb. Und auch eigentlich. Ach doch. Ich glaube, ich wechsle in Fiaro, weil eigentlich, wenn ich dann später mit Spukball angreifen kann, weil ich bin ja gechoiced, mit Spukball sollte ich da eigentlich ohne Probleme das Heatran erledigen können. Kommt der Steigerungshieb von Kangama? Wird, glaube ich, nicht ausreichen, um das Heatran zu töten. Nee, ganz knapp nicht. Wäre natürlich auf plus 2. Low Kick hätte es natürlich getötet. Low Kick hätte natürlich ohne Probleme getötet, aber... Ich bin mir da wirklich noch nicht hundertprozentig sicher, ganz ehrlich, Leute. Weil irgendwie mag ich den Vorteil eben, durch Steigerungshieb meinen Angriff zu erhöhen. Jetzt will er hier noch irgendwie das rauszögern. Sturzflug. Steigerungshieb. Ich meine, was bringt's dir, Junge? Du kannst jetzt noch 700 Mal protecten, aber... Er kriegt den Double Protect. Jetzt, der will mich jetzt ärgern, oder? Der will mich jetzt richtig ärgern. Ja, ich meine, ich bin mir beim Low Kick wirklich noch nicht sicher, weil ich irgendwie diesen Vorteil dadurch, dass ich meinen Angriff erhöhen kann, richtig mag. Weil ich meine, nach einem, ganz ehrlich, nach einem Steigerungshieb, da hätte er jetzt den Triple Protect gekriegt. Ganz ehrlich, hätte er jetzt den Triple Protect gekriegt. Das wäre dann echt was gewesen, wenn er jetzt den Triple Protect gekriegt hätte. Aber damit haben wir den Kampf wenigstens noch gewonnen. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn euch gefallen hat, es nicht getan, drückt auf Gefällt mir. Ich merke ein bisschen, so was das Hutsasser-Play angeht, bin ich nicht eingerostet. Also da war ich persönlich, habe ich das Gefühl, früher mal besser. Oder in VGC 14 konnte ich, kam ich irgendwie besser mit Hutsasser klar. Ebenso mit Durungar, der das letzte Mal, wie ihr beim letzten Team gesehen habt. Ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen eingerostet und ich habe auch irgendwie das Gefühl, in letzter Zeit, ich spiele einfach nicht so gut, wie ich spielen könnte. Wir sehen uns heute das nächste Mal wieder. Bis dann.